Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und wir gehen jetzt hier ins Eingemachte mit meinem Sprüche-Journal. Ja, ich freue mich über jedes Like, jeden Kommentar, jeden Kontakt. Also haut raus. Ich freue mich total, dass ich mittlerweile echt was zu schreiben habe. Total gut. Aber jetzt wollen wir hier mit basteln. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Heute geht's um Deko-Elemente, weitere Taschen und Co. hier in das Journal einzufügen. Und da habe ich ganz verschiedene Sachen mir jetzt vorbereitet. Also einmal habe ich hier so Doilies gemacht mit Sprüchen. Es ist ein Sprüche-Journal. Also, los geht's mit Sprüchen. Hier habe ich was aus einer Happy Mail. Ich meine, den habe ich von der Jessica bekommen. Finde ich total süß. Passt auf jeden Fall hier in mein Journal total gut rein. Dieses Herzchen habe ich aus einer Daphne. Mit einer kleinen Feder und natürlich auch einem Spruch. Das ist genau die Höhe, die gerade so reinpasst. Hier oben guckt der Kopf noch ein Stückchen raus. Dem werde ich wahrscheinlich noch einen Heiligenschein oder so verpassen. Ja, übrigens ist es früh am Morgen, also wirklich, es ist Punkt 8 Uhr an einem Samstag. Ja, dieses Video wird vermutlich an einem Sonntag erscheinen. Und deswegen werde ich hier ab und zu nochmal in meine Teetasse langen. Also Prost, ne? Damit ich meine Stimme irgendwie am Laufen halte. Und dann habe ich hier eine, ja, sagen wir mal, Multi-Pocket, hast du nicht gesehen? Deswegen funktioniert so, dass man hier die Schlaufe aufmacht. Hier ist eine Pocket. Hier ist eine Pocket. Dahinter. Hier haben wir ein Bellyband. Dann wird das hier aufgeklebt. Und auf der anderen Seite haben wir auch nochmal eine Pocket und ein Bellyband. Jo, ich werde jetzt erstmal wieder zumachen, damit wir das vernünftig einkleben können. Dieses Schatzi möchte ich nämlich ins Innencover machen, vorne. Hinten haben wir ja schon was. Übrigens wundert euch nicht über die Farbe meiner Hände. Wir haben zu bieten Farbband einer, einer Schreibmaschine, habe ich gewechselt, weil ich habe eine Schreibmaschine gekauft. Ich liebe das Ding. Ich habe gestern zwei Pferden die Hufe gemacht. Ja, den Dreck kriege ich auch nicht weg. Guck mal, ist alles noch drauf. Ja, schön. Auch meine schwarzen Nägel. Und ich habe heute Morgen hier schon mit blauer Farbe und Kleber rumgewuselt. So, genau. Das ist diese Multi-Pocket-Aufklapp-Dingenskirchen. Und das hier, ja, liebe Kerstin, guck, jetzt kommen deine Happy-Mail-Elemente hier drin vor. Diese Happy-Mail habe ich von der lieben Kerstin bekommen. Und zwar in der Gruppe Happy-Mail Deutschland, ja, konnten wir uns Sachen, also Loaded Envelope mit der Lieblingsfarbe wünschen. Und diese Lieblingsfarbe passt hier, zack, genau in dieses Journal. Und da habe ich schweren Herzens diese Happy Mail auseinandergenommen und werde diesen Umschlag hier mit den verschiedenen Umschlägen, die der jeweils auch Umschlag und Pocket hat, werde ich hier mit einbauen. So, ansonsten habe ich noch weitere Elemente, aber die machen wir mal in einem anderen Video, ne? So, fangen wir mal mit dem einfachsten an. Mein Stuhl knetet immer noch wie sonst sowas. Ich hoffe, dass das Mikro so gut ist, dass er es hört. Nein, dass er mich auf jeden Fall reden hört. So, ich räume mir jetzt erstmal meine Sachen hier beisammen, wie ich sie hier einbauen möchte. Die lege ich mir am besten auf die Seite, damit ihr seht, was ich tue. Und der Kleber ist auch schon vorbereitet. Habt ihr den auch im Bild? So ein bisschen, ne? Dann wird er das jetzt ernst mal hinten kleben. So, was möchte ich jetzt tun? Ich möchte diese, sagen wir mal, Multi-Pocket hier reinsetzen. Und zwar so, dass sie von dieser Seite hier noch eine Tasche bildet. Also, dass hier noch was hinterzuschieben ist. Und ich meine das durchaus ernst mit dem Sprüche-Journal. Hier kommen ganz viele Sprüche rein. Das heißt auch so Karten, nicht nur so Kleinkram, wie hier Wort oder Satz oder irgendwas, sondern auch wirklich tiefsinnige oder auch bekloppte Sprüche. Ich laufe mich gerade erst warm. Ich habe gestern übrigens auch ganz viele Karten genäht, in denen auf denen ich auch wieder so einen Spruch mit verewigen werde. Das Schöne an der Schreibmaschine ist, da hat man nicht so viel Auswahl. Also man kann nicht, also groß-klein schreiben geht schon, aber man kann nicht irgendwie
eine Schriftart aussuchen, Schriftgröße. Es ist einfach die Schreibmaschinenschrift und Schriftgröße. So, ich habe nicht mal Rot dabei. Das heißt, ich habe ein ganz einfaches Farbband. Ich habe eine ganz einfache Schreibmaschine. Und bin damit total happy. Also ich habe die wirklich neulich für super kleines Geld geschossen. Das habe ich bezahlt, ich glaube 20 Euro. 20 Euro für eine Schreibmaschine. Eine Monika, eine Olympia Monika. Reiseschreibmaschine, die ist auch nicht besonders groß, hat einen schönen Koffer, das heißt, ich kann sie auch wieder verstauen. Ist furchtbar laut. Naja, das einzige Manko, wahrscheinlich weshalb sie auch so günstig war, die 1 funktioniert nicht. Ich mir dachte so, mein Gott, also ich bin jetzt handwerklich nicht doof. Ich gehe davon aus, dass ich sie mir reparieren kann. Ich habe auch schon den Bügel gefunden, der da abgebrochen ist. Erstmal handwerklich nicht doof und zweitens, wie oft braucht man eine 1? Also eine 1 kann man ja auch ganz einfach durch ein L ersetzen oder durch ein I. Von daher war meine Not jetzt nicht so groß. Ich habe diese Schreibmaschine gekauft und ich liebe sie. Ich werde damit ganz viele tolle Sachen machen. Und sie passt einfach, ich finde, super gut hier zu diesem Sprüche-Journal, weil ich einfach, ich kann euch das ja mal zwischendurch zeigen. Ich habe hier so ein kleines Kästchen. Und hier tippe ich meine Sprüche einfach auf eine Seite. Und also das Thema Frustrationstoleranz, ne? Man tippt die Sprüche auf die Seite und man vertippt sich. Und nein, es gibt kein Löschen. Also jedenfalls nicht auf dieser Schreibmaschine. Es ist kein Computer. Das heißt, man sucht sich einen neuen Platz, dreht das Ganze so ein bisschen, sucht sich den neuen Platz und tippt den Spruch nochmal. Was dann zur Folge hat, dass man teilweise, also ich jedenfalls, weil ich nicht schlecht bin im Vertippen, sagen wir mal so, dass man dann einfach den gleichen Spruch 3, 4 Mal auf der Seite hat, immer angefangen und an irgendeinem Punkt geendet. Manchmal auch einfach, weil der Tippbereich geändert hat und man einfach den letzten Buchstaben nicht mehr hinkriegt. Ja, shit happens. Da wird einfach der Spruch dann nochmal getippt. Das ist eine sehr meditative Übung, kann ich nur jedem empfehlen. Also mal ernsthaft, Leute, eine Schreibmaschine ist schon echt eine geile Sache. Das Ding hier. Das werdet ihr auf jeden Fall wiedersehen, wenn ich es belade mit meinen kleinen und großen Sprüchekarten. Aber wie gesagt, mein Sprüchekästchen habt ihr gerade schon gesehen, es füllt sich. Und ich habe echt viele Sprüche rausgesucht. Ich habe mir die jetzt alle erstmal gespeichert. Ganz neu modern im Handy. Und dann tippe ich sie immer Stück für Stück ab. Es ist auch wirklich anstrengend, muss ich sagen. Also in der Schreibmaschine zu tippen, ist jetzt nicht das Einfachste der Welt. Man braucht wirklich ein bisschen Power an den Finger. Gut, kommen wir wieder zurück zu unseren Junk Journal Elementen, die schon fertig sind. Dieses Dingens, Taschen, Herzchen, hatte ich mir gedacht, dass ich das über eine Seite setze, also so drüber setze. Und dann dahinter quasi wie so ein, ja, also wie so ein Ordner. Nennen wir es Ordner. Jetzt muss ich einmal ein bisschen hoch. Nein, ich mein Pinsel drunter sitzt. Kein Kleber drunter. Puh, Glück gehabt. Was ich nachher noch euch machen will, kleiner Teaser, eine schöne Mitte. Das heißt, ich möchte irgendwo, wo ich noch nicht so viel um die Seiten drumherum habe, möchte ich das Ding hinsetzen. So, da habe ich eine Tasche. Lalala. Wie wählt ihr denn eigentlich aus, an welche Seite? Ach, guck mal, hier. Es sind ganz viele einzelne Seiten, ohne dass irgendein Tüdelü drumrum ist. Dann machen wir jetzt doch mal ein Tüdelü drumrum. Ja, ist das gleiche Papier, ne? Könnte man so machen, oder? Fast noch besser hier. Ist zwar blau an der Stelle. Also, ich finde einfach, Kerstin, du hast das so schön ausgesucht, auch mit dieser blauen Pappe. Es ist einfach nur passend und schön. Ich bin mega begeistert davon. Auch das mit den Herzchen, ich liebe das. Am liebsten würde ich selbst behalten. Aber ich habe ja schon mal gesagt, ich gebe mir jetzt wirklich Mühe, mal die Sachen zu verbasteln, die ich geschenkt bekommen habe.
dass die in schöne Projekte münden. Und ja, dass sie von mir gehen. Ha. Naja, Spaß beiseite. Also es ist wirklich, sowas gebe ich wirklich, wirklich schweren Herzens weg. Jetzt kommt das Aber an der Geschichte. Ich weiß ja, wer es kriegt. Also ich weiß, wer es kriegt und ich weiß, dass es in gute Hände kommt. Und ich weiß auch, dass diejenige, die es bekommen wird, ich hoffe, dass sie diese Videos nicht vor ihrem Geburtstag guckt. Falls ja, mach aus. Da weiß ich einfach, dass ja, dass die richtige Person trifft. So, kurz gesagt. Dementsprechend bin ich jetzt auch bereit. Ich habe mich seelisch darauf vorbereitet, diese Happy Mail auseinanderzunehmen. Und ich habe auch die anderen Happy Mails, die ich bekommen habe, ich sag mal, böse auseinandergenommen. Also klingt echt hart, aber meint einfach, ich habe sie, ja, doch auseinandergenommen, trifft es ganz gut. Und werde die Teile in den schönsten Projekten verarbeiten. Das habe ich mir vorgenommen und hiermit fange ich an. Lustigerweise hatte Kerstin mir gestern noch geschrieben, dass sie sich freuen würde, mal zu sehen, was ich Schönes daraus bastel. Dann denke ich mir so, ja, Kerstin, die Gelegenheit ist günstig. Du wirst es sehen können. Also vorausgesetzt, ich verbastel mich jetzt hier nicht. So. Mein Gott, es ist zu früh am Morgen, um einen Klebestreifen zu setzen. Ich merke das schon. So, du bist hier fest, ne? Ja. Du bist hier fest, du bist hier noch nicht fest. So, dementsprechend ist das jetzt eine schöne Gelegenheit, diese super schönen blauen und türkisen, das war nicht mein Wunsch, blauen türkisen Elemente in dieses Kosmos Journal einzubauen. So. Zack. Wie schön dieses dunkle Blau ist. Und Leute, ich habe heute meinen Samstag. Samstag ist mein Sonntag. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Weil im echten Sonntag, also den Sonntag, den alle Sonntag nennen, da habe ich meine Anfängerreittruppe und meine Inklusionsreittruppe. Das ist denn eher ein Arbeitstag als ein Samstag. Ein Sonntag. Dementsprechend habe ich beschlossen, der Samstag ist mein Sonntag. Das ist schön ein Tag, wo man auch mal was einkaufen gehen kann. Das versuche ich zu vermeiden. Ich versuche auch irgendwelche anderen Aktionen zu vermeiden, die irgendwie in Arbeit ausarten, die nicht mit Basteln oder Reiten zu tun haben. Gut, guckt hier, zack. Schön, kann man was reinpacken. Ich glaube, dieses Journal wird so fett werden. Jetzt hätte ich gerne hierfür einen Ort, weil ich überlege gerade, ob ich hier ein Washi-Tape dran setze. Ich glaube, das möchte ein Washi-Tape haben. Ich parke es kurz, suche mir ein Washi-Tape raus und bin gleich wieder bei euch. Und weiter geht's. Washi gefunden. Ich habe so ein schönes Sternpapier mal bekommen mit ein paar Washi-Samples dazu. Das sollte eigentlich tun, wobei ich natürlich immer ein bisschen Kleber dazu packe. So, jetzt haben wir Platz. Wo packen wir dieses schöne Teil hin? Wusel, 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 wusel. Ist immer so ein bisschen Zufallsprinzip, ne? Und vorne, direkt vorne. Was meint ihr? Also, dass es von hier beladbar ist. Wollen wir das nicht so finden? Das war eigentlich schöner, oder? Beladbar ist auch so ein schönes Wort. Ich mache das so, dass es einfach klappbar ist und dahinter kommt nur ein Spruch. Das muss ja nicht unbedingt immer gleich ein Pocket werden. Also es muss ja nicht alles auf dieser Welt ein Pocket werden, ne? Oder wie seht ihr das? Es kann zwar vieles ein Pocket werden, aber nicht alles. So.
abgerissen aus Washi. Okay, sogar sehr gerissen. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier ein bisschen blöde anstelle mit dem Washi-Tape. Ihr das besser könntet, keine Ahnung. Falls es da einen guten Tipp gibt. Ja, Mensch. Nämlich. Ich komme mir dabei immer ein bisschen bescheuert vor, wenn ich mich selber so arg einsau. Und, ja. Ah, immerhin, es funktioniert. Also ich sehe danach aus wie ein Schwein, aber mein Gott. Was dann ist die halbe Welt, ne? Dann können wir es eigentlich auch auf eine Mitte setzen, wenn ich das nur als Klappelement mache und nicht als Tasche, wo irgendwie was rein muss. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Das ist auch brauchbar. Fest. Das ist so schön geworden, diese einpergamentierte Pflanze. Falls ihr meine schmutzigen Finger lästern wollt, nur zu. Zurecht. So. Okay, hier unten habe ich. Kann ein bisschen schwieriger werden mit dem Klappen. Wenn das trocken ist, wird es. Naja, man muss es ja nicht hundertprozentig umklappen, ne? Zweifelsfall. Das geht schon. Das geht schon. So, jetzt wollen wir hier die Madame einkleben. Oder? Und dann habe ich noch die beiden Dinger. Die beiden Dinger. Also, die beiden Doilies. Ja, ist das gut, noch ein Bildausschnitt? Na, ja, so ein bisschen. Ich habe zwei Umschläge hier drin. Da steht nämlich noch ein Name drauf. Also hier ist der hintere Schnipsel. Hier will ich zum Beispiel auch einen Spruch drauf packen und hier eine Pocket draus machen. Das kann ich nicht mal direkt anstellen, oder? Mach ich eine Pocket draus oder was anderes? Nee, ich bin tatsächlich gerade, ich glaube, immer nur Pockets sind ja auch langweilig. Ich denke mal was anderes aus. Was auch immer. Da. So, hier steht nämlich jetzt ein Name drauf. Denkt nicht, dass ich demjenigen nicht geschrieben habe. Ich habe demjenigen geschrieben. Jetzt kommt das Aber. Ich hatte die Umschläge doppelt vorbereitet. Und das ist mir ganze zweimal dieses Jahr Weihnachten passiert, dass ich doppelte Umschläge gemacht habe. Diejenigen haben natürlich Post bekommen. Aber auch nur einmal, weil mir dann beim Einpacken der Karten aufgefallen ist. Ah, hast du schon. Ja, und deswegen habe ich zwei Umschläge und ich dachte mir auch diese schönen braunen Craft-Paper-Umschläge, die müssen doch irgendwie noch ein zweites Leben bekommen. Und ich kann sie ja nicht wegschmeißen, weil jetzt der falsche Name draufsteht oder weil ein Name draufsteht, den ich schon habe. Also ist ja nicht mal der falsche Name. So. Jetzt wird es ein bisschen tricky, weil jetzt, ich habe hier so das so rund gemacht, dass hier oben Pocket, ne? Ihr seht, das kann man aufmachen. Durch diese Doilies ist das natürlich so, dass hier Kleber drauf ist, der durchdrückt. Dann mache ich erstmal wieder Trick 17. Und versuche das ein bisschen, sich nicht dagegen zu matschen. So, irgendwo hatte ich noch ein zweites Herzchen. Blätter, Blätter, Blätter. Ich glaube, ich muss euch gleich noch einen kleinen Moment verlassen. War das hinten? Ich muss mal eben nach unten gehen. Ich glaube, dass wir suchen hier. Das ist aber auch nicht schlimm, wenn ich euch mal für ein paar Minuten verlasse, weil dann diese Doilies hier trocken werden. Ohne dass ich mir alles da drumherum anklebe. Außerdem könnte ich tatsächlich einen Kaffee gebrauchen um diese Uhrzeit.
Also dieses Journal oder für dieses Journal werden einige Videos passieren oder kommen, in denen ich einfach nur dekoriere. So, das größte Gefängnis, in dem die Menschen leben, ist die Angst davor, dass andere Dinge. So, bevor ich jetzt das Püppchen aufklebe, unser kleines Ziehpüppchen, ich habe allerdings keine Schnur dran, aber das zeige ich euch gleich, werde ich euch jetzt mal für ein paar Minuten verlassen. Für euch werden es Sekunden sein, wenn überhaupt. Und bin dann wieder da für euch. Jetzt kommt hier das letzte Stückchen. Und zwar diese schöne Gliederpuppe, die man bewegen kann. Ich spare mir den Strippen, weil der ziemlich weit hier raushängen würde. So, das heißt, den möchte ich hier hinlegen, legen, kleben. Und ich habe hier gerade einen kleinen, weiß ich nicht, Heiligenschein oder Strohhut, nennt das, wie ihr es wollt, verpasst, weil das Stück guckt nämlich raus. So, ich gucke mal eben, ist das hier trocken genug? Ah, ja, also für den Moment des Anklebens auf jeden Fall. Wir nehmen den Kleber. Ich fürchte, ich brauche demnächst mal einen neuen Schreibtischstuhl. Der macht Geräusche, die sind nicht so gesund. So, wollen wir erstmal kurz den heiligen Schein hier festsetzen. Er muss ja nur so ein bisschen angeklebt werden. Ja, wie gesagt, könnte auch ein Strohhut sein, ne? So. Dadurch, ich möchte, dass das Püppele sich hier noch bewegen kann. Ich habe jetzt erstmal Schneidersitz verpasst. Kann man natürlich dann auch irgendwie ausklappen. Und ich habe ja hier eine Feder in den Schoß gelegt. Finde ich sehr schön. Und der Spruch, da es erforderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein. Herrlich, ich liebe das. So, ich nehme mir jetzt die Rückseite. Und werde sie so an. Oh, nein, verdammt. Werde sie so ankleben, dass sie möglichst stabil hält, ohne dass ich ihr Arme und Beine festklebe. Die sollen ja beweglich bleiben. Das heißt hier so ein bisschen Body, aber in der Mitte. So, hier dieser schmale Schulter-Nackenbereich, den kann man schon ein bisschen fester kleben. Ach, hier so eine Taille. Da gehen die Arme ja nicht dahinter, weil ich sie ja davor gesetzt habe. So, ich glaube, meine Katze tritt mir gerade die Tür ein. Ich lasse meine Katze mal eben rein. Was auch immer sie da gemacht hat, ich klang nicht nach Anklopfen. Ich hätte gesagt, du sollst anklopfen. Wieso rennst du dann gegen die Tür? Bist übrigens Teil des Videos, also benimm dich. Also es gibt zarte Wesen an Katzen und es gibt Bonnie. Ja, da ist sie. Hallo Bonnie. Wenn du hier in meinen Kleber stopfst, dann kriegen wir beide ein Problem miteinander. Und nein, du darfst dich jetzt nicht auf dieses Buch legen. Leute, ich liebe meine Katze, aber sie liebt Papier. Also ist ja an sich in diesem Haushalt nicht verwerflich, Papier zu lieben. Nur sich direkt auf Papier legen zu wollen, während Frauchen hier am Arbeiten ist, lass das. Nein, du darfst dich jetzt nicht aufs Buch legen. Nicht die beste Idee des Tages, mein liebes Kind, Katzenkind. Nein. Also was praktisch ist, wenn man so eine Katze wie Bonnie hat, die gerne Papier mag, die legt sich dann immer schön auf die frisch gefärbten und getrockneten Papiere und macht einem die Papiere platt. Also ja, ich bügel sie auch noch, aber manches Mal haben meine gefärbten Papiere schon an
ein Katzenabdruck. So. Nein, Bündchen, das ist eine ganz blöde Idee. Bleib einfach da. Der Schreibtisch ist groß genug für die Katze und das Buch. Bin mir ganz sicher. Sie sucht immer nach neuen Plätzen, wo man sich so schön hinlegen kann. So. Du bleibst jetzt hier und wirst hier nicht abräumen. Meine Güte. Nein, aufräumen ist hier meine Sache. Du kannst deinen eigenen Katzenbaum abräumen. So, meine Lieben. Mit ein bisschen Katzenchaos. Mit einer kleinen Bonnie hier im Bild. Die ihr so deutlich seht, ja. Verabschiede ich mich jetzt erstmal mit diesem Video. Wir haben jetzt Elemente eingeklebt. Eine ganze Reihe. Wir dürfen jetzt ein bisschen trocknen. Ich komme gleich wieder zu euch mit einem weiteren Video. Für euch werden es ein paar Tage sein. Für mich werden es wahrscheinlich die Minuten sein, die es braucht, um Bonnie zu streicheln, bis sie aus meinem Zimmer wieder verschwindet und ich weitermachen kann. Also Katze und Buch geht noch, aber Katze, Buch und Basteln, schwierig. Ja, ich sag erstmal, ich hoffe, es hat euch gefallen, auch mit der kleinen Kuscheleinlage hier. Und freue mich drauf, wenn ihr mich beim nächsten Mal wieder besucht. Und ja, bastelt euch was Schönes. Bis demnächst in diesem Kino.